und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cute Clay. Mein Name ist Anna und wir basteln heute gemeinsam Shaker-Lesezeichen mit dem Fuse-Tool. Ich habe mir zuallererst einmal ein A4-Zeichenblatt geschnappt, ein bisschen Farbe und los ging die Party. Ich habe einfach drauf losgemalt, alles was mir so in den Sinn gekommen ist, habe ich gemalt, dabei ist auch etwas daneben gegangen, das seht ihr dann am Ende. Den Teil habe ich nämlich dann weggeschnitten und rausgelassen. Man sieht den Teil jetzt rötlich in der Mitte. Der wird sich noch ein paar Mal verändern in diesem Video. Das habe ich einfach total verkackt. Der Rest wird tatsächlich ein Lesezeichen. Oh ja, der Teil hier, genau, der kommt weg. Ja, ich habe hier mal so vor mich hingemalt. Müsst ihr natürlich nicht als Vorlage nehmen. Ihr könnt alles malen, was ihr so als Lesezeichen haben möchtet. Es sieht auf jeden Fall im Wasserfarbeneffekt ziemlich cool aus. Noch ein paar Farbspritzer. Und dann habe ich es einfach mal trocknen lassen. Den roten Teil habe ich dann dank des Kartons sowieso wegschneiden müssen, da dieser dann so ein bisschen, naja, Falten bekommen hat. Ich habe nämlich zwischen zwei Kartonblättern getrocknet. Ja. Und dann habe ich mir so Streifen hergeschnitten. Die Streifen waren alle ca. 3 cm breit und 21 cm hoch. Und mit einem pinken und einem goldenen Acrylstift habe ich dann noch ein paar Akzente gesetzt. Die Lesezeichen sind jetzt mal optisch soweit fertig und ich schneide mir die Fuse klare Folie in ca. 7 cm breite Streifen runter. Die Länge ist mir in diesem Moment egal, das kommt dann einfach weg und ich falte es in der Mitte. Dann legst du dein Lesezeichen einfach dazwischen rein und wenn dein Fuse Tool bereits ca. 20 Minuten aufheizen konnte, kannst du loslegen. Ich nehme die Spitze, die dabei war. Das ist so eine zackige Spitze. Das Lineal war beim Fuse Tool dabei und eignet sich wirklich super dafür. Echt, echt sehr gut. Ich bin jetzt selbst kein Profi, aber ich habe gemerkt, man sollte nicht so langsam fahren, nicht so schnell. Halbwegs im gleichen Tempo. Man kann aber auch rückwärts fahren. Das habe ich versucht. Das ging auch ganz gut. Man muss nur immer das Tempo ein wenig gleich beibehalten. Dann klappt das schon. Und wenn es mal nicht klappt, so wie hier jetzt, mache ich einfach eine zweite Linie und schneide die darunter weg. Mit der Schere schneide ich jetzt den überstehenden Rest einfach weg. Und weil ich hauptsächlich schicke Lesezeichen basteln wollte, habe ich natürlich Streusel geholt und die Streusel habe ich dann abwechselnd ein wenig eingefüllt, so wie es mir gerade gepasst hat. Natürlich sollte es auch nicht zu viel sein, damit dann das Ganze nicht aufplatzt, aber in Maßen hält das Plastik schon aus. Ja, und wenn du mit dem Befüllen fertig bist, kannst du die obere Seite schließen. Ich habe hier noch eine Zierleiste links gemacht, damit links und rechts eine Linie ist. Und es geht entweder mit dem Werkzeug, das bei Ösen meistens dabei ist. Da haben wir es natürlich nicht dabei, aber die Ösen und das Werkzeug. Oder du verwendest Cropper-Dial. Hier kannst du lochen und im Anschluss die Öse befestigen.
geht mit wenig Kraftaufwand und ist nachbarschonend. Ja, und jetzt fehlt uns nur noch die Kordel, die befestigen wir einfach mit einem Knoten und schon ist unser Lesezeichen fertig. Tada! Check it! Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald! So